Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neuen Daily Shop News vom 18.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im iOShop der Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir einen neuen Style für den Oberknacker. Ich werde bekloppt und der Hackenknacker ist auch wieder da. Und die Knackerella, jawoll, mega cool. Wir fangen mal an mit dem Gute-Laune-Gang für 500 V-Bucks. Wenn das Teil mal nicht witzig ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Feeling Jaunty heißt das Ding. Ich finde den einfach nur mega krank kultig. Mal. Folgendes Voting, jetzt muss ich erst mal gucken, das habe ich irgendwie falsch eingestellt. So, jetzt. 4,83 von 5 bei 6 Votes. Am 25. November 2019 das erste Mal drin gewesen. Das zweite Mal jetzt. 19 Reminders. Jetzt geht's zu dem... Ah, das Ding ist so geil. Der Hackenknacker. Das Ding ist so cool. Für 800 V-Bucks. War auch nur einmal bis jetzt im Shop gewesen. Und das ist schon ziemlich lange her. Hier haben wir 4,69 von 5 bei 29 Votes. Wir haben am 21. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Und auch das letzte Mal. 113 Reminders. 362 Tage ist das jetzt her. So, mega cooler Ding. So, dann haben wir Gefahrenagentin. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan davon, von dem Hazard Agent. Er hat hier folgendes Voting. 3,1, 1 von 5 bei 27 Votes am 18. Mai 2018. Das erste Mal drin gewesen. 10. Mal, 26 Spiel meines. Das letzte Mal im Shop. Vor 190 Tagen am 11. Juni. So, geht's weiter. Jetzt hier mit dem Faustjubel. Ja, jawoll. Ja, das ist cool. Und hier schauen wir mal, hier haben wir 3,27 von 5 bei 11 Votes am 7. September 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal, 9 Reminders, das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. Weiter geht's mit dem Golfschläger, dem Driver. Oh, immer schon mal mit dem Golfschläger eins überbraten. Wäre cool gewesen, wenn man damit auch Bälle schießen könnte. Also ich meine, das konnte man ja, aber damit hätte auch jemanden einen treffen können oder so. Also hier haben wir 3,63 von 5 bei 19 Votes am 14. April 2019. Das erste Mal drin, wir sagten mal 45 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 2 Wochen. Das gleiche, denke ich, wird auch beim Birdie der Fall gewesen sein. Für 800 V-Bucks. Hübsches Mädchen hier. Guck mal da. So. Haben wir 3,53 von 5 bei 45 Votes. 14. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das 8. Mal, 37 Reminders, jo, auch vor 2 Wochen das letzte Mal drin, wie ich vermutet habe, genau. Dann haben wir den Krypto. Am geilsten am Krypto finde ich da hinten diesen Rucksack, dieses Backpack, diese Holo-Wirbelsäule. Die finde ich richtig, richtig geil. Nur alleine wegen dem Teil würde ich mir den holen. Und er hat hier folgendes Voting. 3,3 von 5 bei 40 Votes am 10. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen. 9. Mal, 49 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor knapp 2 Wochen. Dann sind wir hier bei der Enigma-Lackierung für 500 V-Bucks. Mein Fall ist es jetzt nicht. Das sind nicht so meine Farben hier mit Pink und so weiter. Also rosa, keine Ahnung. Aber... trotzdem sehr beliebt das Ding. 4,28 von 5 bei 32 Votes am 10. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. 9. Mal ein für Reminders. Dann kommen wir zu den alten Klassikern. Wir haben jetzt hier als allererstes Mal die Schneekugel. Da hatten wir ja schon nochmal ein Voting abgemacht, ne? Wer von euch mag eigentlich Schneekugeln? Und das Interessante war, wir hatten 100% Likes. Also 100% jeder von euch mag die Schneekugeln noch. Ich bin davon auch begeistert von den Dingern. 800 V-Bucks. Werkzeugeffekt, gucken wir mal. Bam. Mega cool. Richtig schönes Teil. 4,5 von 5 bei 10 Votes. Am 20. Dezember 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal 13 Reminders. Und das letzte Mal im Shop vor 356 Tagen. Am 27. Dezember 2018.
Weiter geht's jetzt hier mit der Knackerella. Und die ist richtig, richtig cool und richtig, richtig schön. Kennt ihr die Dinger überhaupt? Diese Nussknacker? Das sieht ein bisschen da hinten, das Maul von dem sieht ein bisschen aus wie das Logo von einer Zeitung, die keiner angeblich liest, ne? So, ich finde den Nussknacker oder beziehungsweise die Knackerella richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die hat hier folgendes Voting. 3,35 von 5 bei 51 Votes. Am 20. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen, das vierte Mal, 23 Reminder, das letzte Mal im Shop, vor 356 Tagen, am 27. Dezember. Und jetzt kommen wir zu den neuen Styles vom Oberknacker. Das Teil ist schon mal richtig, richtig cool. Wir fangen mal erstmal so an. Ne? Das Teil ist richtig cool. Ich kenne diese Nussknacker, diese alten, kenne ich auch nur von meiner Oma, ne? Also die hat tatsächlich so ein Ding gehabt, da hast du dann die Walnuss da vorne rein und dann hat die da hinten, zack, und dann hat der dazu gepackt und dann ist die Nuss geknackt gewesen. Ja, faszinierend fand ich, wenn du die Nüsse dann direkt mit den Händen geknackt hast. So, aber trotzdem geile Teile, Nussknacker. Zieh los und knacke ein paar Nüsse. So, ich finde den mega cool. Jetzt gucken wir uns mal den zweiten Style an. Oh, der sieht ja mal richtig böse aus. Ein böser Nussknacker. Oh, Auge kann er auch zumachen. Mit einem zugebappten Auge. Er sieht cool aus. Irgendwie sieht er cool aus. Dann gucken wir mal hier, was haben wir da? Ein goldener Nussknacker. Weil ich sagen muss, dass ich den jetzt hier persönlich nicht ganz so toll finde, den goldenen Nussknacker, aber er ist irgendwie cool. Und der ist ja wohl mal absolut Psycho, würde ich mal sagen. Wenn demnächst nochmal irgendwann eine Ace-Folge gedreht werden sollte, dann würde der wahrscheinlich ganz gut da reinpassen. Oh mein Gott. Von dieser Farbmischung und dieser Hässlichkeit werde ich wahrscheinlich heute Nacht noch träumen. Herzchen hat er auch noch drauf. Oh mein Gott. So, also, ich finde dieses Teil mega geil. Die neuen Styles sind richtig cool. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Jo, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal hier in das Voting rein. Da haben wir 3,95 von 5 bei, haltet euch fest, 222 Votes. Mega geil. Am 24. Dezember 2017. Das erste Mal im Shop gewesen. Jetzt das 15. Mal drin. 233. Krass, 222 Votes, 233 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 27. Dezember 2018, vor 356 Tagen. Jo. Also, jetzt müssen wir den Shop noch irgendwie bewerten. Und da muss ich sagen, ich finde diesen Shop. Also, wir haben hier 1568 Love It's, 1099 It's Meh und 2013 Hate It's. So. Also Hate It passt schon mal gar nicht. Dazu sind viel zu viele coole Sachen dazwischen. Ja, Feeling Jounty ist geil. Auch hier Hackenknacker ist cool. Da Knackerella, Oberknacker, diese neuen Styles sind auch geil. Ich gebe dem Ding ein Love It. Damit bin ich Love It Nummer 1570. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Benutzt unseren Creator-Code sofort, du gleich TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Haut noch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.